Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Samstag. Heute möchte ich dir eine geniale Technik mitgeben, mit der du schaffen kannst, Frauen beim Ansprechen gleich mehr von dir zu begeistern und in der Frau ein Gefühl auszulösen, dass ihr sagt, hey, das ist ein Typ, den solltest du genauer kennenlernen. Das ist ein Typ, den findest du nicht so häufig, diese Art Mann. Und das ist ein Mensch, ein Mann von Wert. Du solltest ihm deine Telefonnummer geben und damit schaffst du es einfach, die Frau bedeutend schneller und bedeutend einfacher von dir zu begeistern. Und du schaffst es, dass sie sich die Frage stellt, was hat es mit diesem Typen auf sich und dich näher kennenlernen will. Also, was kannst du machen? Ich habe das entdeckt oder ich bin darauf gekommen, als ich viel mit meinen Teilnehmern zusammengearbeitet habe. Denn viele, also ich gucke mir mal an, wie verhalten sich Anfänger, wie verhalten sich sehr schüchterne und unselbstbewusste Männer und wie verhalten sich die selbstbewussten Männer? Wie agieren die selbstbewussten Männer mit den Frauen? Und dass du jetzt machen kannst, was halt genial ist, was ich über die Zeit in meinen Coaching-Unternehmen entdeckt habe, du kannst einfach das Verhalten der erfolgreichen Männer kopieren und dadurch selbst erfolgreicher sein. Du wirst nicht auf das gleiche Level kommen wie diese Leute, denn die leben das, die sind das wirklich, die haben das nicht nur kopiert, aber wenn du es kopierst, dann wirst du automatisch attraktiver und nach einiger Zeit, nachdem du dieses Verhalten oft angewendet hast, bist du selbst einer von diesen attraktiven Männern, denen das eben ganz normal vorkommt, so zu sein. Und dann ist es keine Kopie mehr. Weil viele Männer beschweren sich immer, hey, ich will aber nicht fake sein, ich will aber keine Kopie sein. Und am Anfang bist du sowieso eine Kopie. Wenn du irgendwo nachfragst, hey, was kann ich denn sagen, sag mir bitte einen Anmachspruch. Und irgendwer gibt dir einen Anmachspruch, dann bist du eine Kopie von irgendwem. Von irgendwem bist du immer eine Kopie. Irgendwer hat das, was du gesagt hast, vorher schon mal gesagt. Darauf kannst du dich verlassen. So, deswegen mach dir keinen Stress. Ist dann vollkommen in Ordnung, gar nicht schlimm, wenn du Sachen sagst, die vorher schon mal jemand gesagt hat, überhaupt nicht wild, okay? Macht gar nichts. Denn mit der Zeit wirst du dann sehr selbstbewusst, sehr ruhig in den Frauenansprechenprozess und dann kannst du deine eigenen Dinger sagen. So, ist gar kein Problem. Also, was du machen kannst, um die Frau relativ schnell von dir zu begeistern, ist, dass du weniger redest und mehr Pausen lässt und dabei, das ist wichtig, der Frau einfach wirklich in die Augen guckst und auch bei ihr und ihrem Augenkontakt bleibst. Denn was sehr schüchterne Männer, sehr unselbstbewusste Männer häufig machen, ist, sie reden sehr viel, sie haben immer das Gefühl, wenn eine Pause entsteht, die Pause mit Gespräch füllen zu müssen, selbst wenn das irgendwas ist, was sie gar nicht sagen wollen. Das kennst du vielleicht, wenn du ein Anfänger bist, dass du dann einfach irgendwann, wenn das Gespräch nicht so läuft, Dinge sagst, die du eigentlich gar nicht sagen willst, sondern du sagst sie nur, um so eine Lücke zu füllen, die da gerade entstanden ist. Und das wollen wir eben vermeiden. Und wenn diese Lücke entsteht im Gespräch, dann sei einfach mal still. Guck die Frau einfach mal an. Bleib ganz entspannt mit deiner Aufmerksamkeit bei ihr, so wie ich jetzt bei der Kamera. Bleib ruhig. Und was dann meistens passiert ist, dass die Frau dann das Reden übernimmt, weil sie diese Spannung nicht ganz aushält. Oder dir fällt halt etwas ein, was du sagen kannst und dann kannst du es halt sagen. Aber du musst nicht, du machst dann nicht dieses, oh, jetzt muss ich aus Zwang was sagen, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie genötigt, was zu sagen. So, das fällt dann weg. Es entsteht eine natürliche Kommunikation und das ist enorm hilfreich in diesem ganzen Verführungsprozess. Du hast also eine Pause und lässt ein bisschen Raum und meistens füllt die Frau dann diesen Raum und das hat den zusätzlichen genialen Vorteil, dass sie dann anfängt in dich zu investieren. Sie fängt dann an, in eure gemeinsame Interaktion zu investieren, indem sie dich zum Beispiel Fragen fragt, indem sie irgendwas sagt, indem sie irgendwie zum Gespräch beiträgt. Ich hatte das einmal mit einer Frau, ich habe permanent so Räume gelassen, habe einfach sie angeguckt, habe sie angelächelt, bin bei ihr geblieben mit meinem Augenkontakt und habe einfach mal geguckt, wie sie reagiert, weil ich es interessant fand. Und irgendwann hat sie einfach zu mir gesagt, hey, pass auf, lass uns doch einen Kaffee trinken gehen, wenn du Lust hast. Ja, sie hat diesen Raum gefüllt mit, hey, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Natürlich wird das nicht bei jeder Frau so sein, aber bei Frauen, die dich generell interessant finden, da kannst du das machen. Und das Ding ist nämlich, und das ist ganz, ganz wichtig, angenommen, du triffst eine Frau, die sich am Anfang denkt, hey, das ist ein ganz interessanter Typ, die dich generell interessant findet, und dann redest du aber so super viel und füllst auch jede Pause mit ganz viel Reden, dann wirkst du halt gleich wieder ein bisschen unsicher und die Anziehung dir gegenüber sinkt wahrscheinlich ein bisschen. Das muss nicht bedeuten, dass sie dann sagt, hey, ich habe keinen Bock auf den, weil wenn du ihr gut genug gefallen hast, dann wird sie dich wahrscheinlich trotzdem treffen, aber es wird dann ja nicht besser. Ja, dann machst du das auch im Treffen wieder beim ersten Date, redest wieder die ganze Zeit und irgendwann merkt sie dann, okay, der ist wirklich unsicher und dann ist sie wirklich irgendwann abgeturnt. Deswegen, du musst nicht so viel reden. Lass ruhig mal aktive Pausen, lass die Frau am Gespräch teilnehmen. Und das Geile daran ist, du merkst halt auch, oder du triffst
Also du merkst sehr schnell, wenn du eine Frau getroffen hast, die kein großes Grundinteresse an dir hat, weil die wird am Gespräch nämlich nicht großartig teilnehmen. Wenn du Pausen lässt, wird sie diese Pausen nicht füllen. Und wenn du das merkst, dann weißt du, oh, diese Frau füllt nie diese Pause, die ich da lasse. Das Interesse scheint nicht so groß zu sein. Das heißt nicht, dass du sie nicht trotzdem nach der Nummer fragen solltest. Das solltest du trotzdem machen, einfach nur, um es zu lernen, um es zu probieren und um einfach die Möglichkeit zu schaffen, dass ihr euch wiederseht. Aber rede mal nicht so viel in den Gesprächen. Und das Tolle ist, wenn du nicht so viel redest in den Gesprächen, dann merkst du automatisch, wie du entspannter wirst. Gleiches gilt übrigens für, beweg dich nicht so viel, hibbel nicht so viel rum, sei nicht so super nervös. Wenn du dich viel bewegst, viel rumhibbelst, dann bist du automatisch aufgeregt. Wenn du einfach stehst, ruhig bist, vielleicht dich noch darauf konzentrierst, dass du ruhig atmest und nicht, dann ist alles viel entspannterer, viel lockerer und du wirkst gleich viel selbstbewusster und das ist enorm anziehend. Es geht also darum, dich körperlich ruhig zu verhalten, langsame Atmung, nicht so viel hin und her bewegen und nicht so viel reden, sondern auch mal Räume lassen. Wenn du mal einen wirklich dominanten Mann getroffen hast, einen Mann, wo du dir gedacht hast, oh okay, der schüchtert mich jetzt so ein bisschen ein, dann sind das meistens Männer, die nicht besonders viel reden und keinen starken Ausdruck haben. Also die schauen dich an, du sagst irgendwas und die geben dir auch eine Antwort, absolut. Aber da ist nicht so viel Ausdruck im Gesicht. Die sagen nicht so viel, die sagen nur das Nötigste, weil die gelernt haben, nur das Nötigste zu sagen, weil das am meisten energiesparend ist. Und dieses Verhalten kannst du eben kopieren. Einfach mal in das Gespräch mit der Frau, lass längere Pausen. Wenn dir mal nichts einfällt, dann spür nicht diesen Druck, unbedingt was sagen zu müssen, sondern lass die Pause da sein, lass die Pause Pause sein, alles in Ordnung. Und dann geht das Gespräch ja sowieso weiter. Und du wirst merken, wie die Frauen dich dann automatisch interessant finden, weil sie sich denken, okay, der Typ ist relativ entspannt in dieser Situation. Der scheint das schon mal gemacht zu haben. Der scheint schon Erfahrung mit Frauen zu haben. Der scheint Selbstbewusstsein zu haben. Ja, der scheint in so einer Situation, die ja durchaus eine Spannungssituation ist, sehr entspannt zu sein. Und das ist einfach ein super gutes Zeichen, was die Frau von dir überzeugen wird. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Unten in der Ecke kannst du noch das Quiz machen, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Da zeige ich dir auch am Ende in einem Video, wie du noch attraktiver werden kannst. Das ist hier unten in der Ecke. Abonnieren kannst du in der anderen Ecke und oben geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Die Videos gibt's immer am Donnerstag und am Samstag immer abends rum. Hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir ein geiles Wochenende mit vielen Frauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.